Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge City Boss Manager heute am Sonntag. Ja, die Folge ist relativ aktuell, wenn ihr es seht. Wir haben heute den 5.2. Die Folge erscheint heute auch am 5.2. Wir sind immer noch im neuen Update, beziehungsweise wir sind jetzt im neuen Update, beziehungsweise es gab schon zwei, drei kleine Fixes, die uns, sage ich mal, noch ein paar kleine Bugs, sage ich mal, behoben haben, die ich jetzt in meinem Spielen bisher noch nicht gemerkt habe, muss ich ja dazu gestehen. Mein Gott. Aber manche andere hatten da wohl teilweise Abstürze von Spielen und Savegames und so weiter, wo ich jetzt zum Glück sagen, toi toi toi, bisher noch nichts von hatte. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht auch alle Spielstände sind, die halt dann, weiß ich nicht, wie groß unbedingt sind. Also da haben wir ja teilweise echt Personen, die haben ja dann Spiele, allgemein, die haben ja dann Größen an Spielen, wo du denkst, ja, das ist ja schon nicht schlecht. Genau. Was haben wir nun? Wir sind wieder in München angekommen heute. Vorgestern waren wir in Berlin. Gar nicht mal, wir waren in Münster. Und konnten dadurch jetzt wieder ein bisschen vorankommen. Ich habe nicht weiter gespielt. Wir sind immer noch knapp bei Kasse, wie eigentlich immer. Unsere Ausgaben sind überirdisch aktuell, finde ich. Also aktuell ist das echt irgendwie, weiß ich nicht. Hätten wir auch besser irgendwie so 170.000, ne? Der läuft ja dann theoretisch länger. Wir können den annehmen und den zurückzahlen, theoretisch. Dann haben wir noch 100, über 100.000 und könnten sofort noch eine zweite Linie bauen. Also so mit Krediten habe ich jetzt aber in der vorigen Version auch nicht hantiert. Dann haben wir noch 4, 3, 2, 5... rückzuzahlen, haben wir 126.000 Euro. So. Diesen Reams, Alter, der Bus hier gefällt mir überhaupt nicht. Ich habe kein Line City im Gebrauchtmarkt aktuell. Sprinter, 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 Citus. Was kostet mich denn so ein Sprinter? 13.000. So ein Cito kostet 17.000. Der für 10.000 ist aber nicht schlecht. Wird da jetzt noch den für das kriegen? Ah, Händler hat dein Angebot angenommen. Das ist doch schick. Den müssen wir jetzt gleich nur reinigen, waschen, reparieren. Licht, das Kalrim, Reifen. Oh, ich habe keine Reifen. Ich habe keinen Kalrim. Und Reifen habe ich auch nicht. Dann so. Repariert er den öfter? Ne, der wäre stehen. Ich brauche günstige Busfahrer. Fehlt mir der Bürofläche. Busfahrer.
Die günstigsten, die wir kriegen können, 14,40 € haben wir. 14,10 €, 14,20 €. Nehmen wir den für 14,20 €. Strafe klein mittel. So machen wir das. Jetzt haben wir natürlich jetzt auch das lange Betriebsgelände. Nee. Sitzteile, Reifen, Kalorien. Scheibenwischer. Haben wir das? Haben wir das? Das? Kaufen. Haben wir gleich wieder das Problem, dass wir im Lagerraum keinen Platz haben. Können wir den jetzt reparieren? Einmal alles, auf geht's. Er hat schon richtig Kilometer runter, der Ole Bursch. Nein, aktuell sehen die wohl immer den Gebrauchtmarkt. Ich will keine Reams, der ist so scheiße. Der sieht nicht nur kacke aus, der ist auch gefühlt irgendwie kacke. Ich mag den hier überhaupt nicht. Wir müssen jetzt immer mal wieder gucken, dass wir ein paar Busse bekommen, denke ich. Ein paar gebrauchte. New Reams für 18. Für. Cool. Keine Busse verfügbar. Doch, da ist halt einer. Alter, was haben wir denn für ein Busproblem? Das war doch vorher noch nicht so, oder?
Wir haben doch jetzt zwei Busse mehr gekauft. Warum ist das denn immer noch so? Da hatten wir doch vorher nicht so ein Problem mit. Wir hätten auch viel mehr Busse gebraucht für heute. Fünfundzwanzigtausend, 33.000. Da müssen Reifen und Motor und Bremsbeläge gewechselt werden, dann wäre der top. Geil, neuen Bus. Wir reinigen den jetzt erstmal eben. Danach geht's ans Reparieren. Das muss auf jeden Fall gemacht werden. Ersatzteile verfügbar. Alibit. Bremsbeläge, Motorreifen. Ja, Bremsbeläge, Motorreifen. Oh. Stopp. Dann lassen wir morgen den Tag mal so durchlaufen und gucken einfach mal nur mit dem normalen Tagesablauf, was das für eine Katastrophe gibt oder auch nicht. Wir haben jetzt echt ein paar gute Busse, glaube ich, dabei gekriegt. Wir haben drei oder vier neue Busse gekauft heute. Das ist jetzt schon nicht so schlecht, hätte ich gesagt. So, den waschen wir einfach nur. Der ist schon ready. Der muss tanken und reinigen. Oder wenn wir noch Lust haben, muss der noch waschen. Boah, das ist so viel angenehmer, wenn du das einfach zack, 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 zack so ein Einzelnen direkt machen kannst. Das ist so geil. Der braucht gar nichts dran machen. Das erleichtert das schon so sehr. So noch der. So kann ich nämlich hier die Straße hochsetzen und kann dann so verschiedene Wege rein und raus machen und die dann immer wieder an den Ein- und Ausfahrten hier anschließen. Da ist noch eine. Wir hatten dann richtig viele Ausgaben durch Wartung. Aber sonst könnte das wohl ein Plustag geworden werden sein. Mein Gott. Ich bin aber auch noch am Überlegen, da können wir uns nach dem Folgetag mal drüber nachdenken, ob wir nicht sagen, wir bauen die Linie um, machen die hin und rück hier hin. Also vielleicht machen wir eine Linie Hauptbahnhof hier oben lang. Irgendwie so. Gut, die könnte man echt irgendwie so.
und eine Linie, und die fährt dann auch wieder zurück und die andere Linie fängt dann auch hier an und arbeitet dann hier unten irgendwie einmal so, sich einmal so hier im Kreis oder so. Vielleicht dann irgendwie so hier runter, hier lang und bis da und dann auch wieder zurück. Ob wir dafür natürlich die passenden Busse haben und auch genug Busse haben, ist natürlich noch fraglich, aber das können wir morgen herausfinden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wir hören uns morgen wieder. Bis dann, danke, tschüss.